Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Blog-Eintrag, meine Damen und Herren. Wir melden uns heute aus der völlig unberührten Natur im Breisgau. Wir sind heute im Schwarzharz, meine Damen und Herren. Und hier werden wir heute einen Naturpark erkunden, der es in sich hat. Ganz abstruse Tiere, völlig durchgeknallt. Das gucken wir uns mal an. Ganz interessante Tierchen sind zum Beispiel diese Ameisen hier. Die sind ja was flink. Schmecken aber scheiße. Wissen Sie eigentlich, wie schwer das ist, Eichhörnchen zu filmen? Das geht echt überhaupt nicht. Ein ganz abgefahrenes Tier im Schwarzharz ist die Baumstumpfratte, völlig durchgeknallt. Die ist ungefähr 3,50 Meter im Durchmesser, guckt den ganzen Tag nur Fernsehen. Gucken Sie mal, hier wohnt eine. Was gucken die wohl? Jetzt warten wir auf den sibirischen Tiger. Da muss man schon sehr viel Geduld mitbringen. Die kommen in diesen Breitengraden ja gar nicht vor. Oh, hier, da kommt einer. Da kommt einer. Ah, ne, ist ein Trecker. Hätte mir ja auch mal ein Schnittchen mitbringen können oder so. Mann, was dauert das, ne? Ein weiteres, sehr bekanntes Tier im Schwarzharz ist die sogenannte halbchinesische Kampflibelle. Das sind unglaublich unberechenbare Viecher, die einen von hinten angreifen oder so, ohne dass... Ich glaube, ich kann nicht mehr. Das war's für heute. Ich bleib hier erstmal liegen.